Also, und da merke ich schon, was mir, du hast gerade die Bibel zitiert, was mir momentan so in den letzten Wochen ist mir ein Spruch im Kopf. Ich habe ein Gespräch gehabt und dieser Spruch ist mir in den Kopf gekommen mit jemandem, weil ich habe jetzt genau vor 2 Wochen habe ich jetzt nochmal geheiratet. Das ist für mich die zweite Runde. Gratuliere von Herzen dir und deiner Süßen. Ich glaube, es ist eine Frau, aber. Ja, das ist wohl so. Ja. Alles gut. Ja. Alles gut. Aber und da habe ich mit einem guten Freund, der uns getraut hat, haben wir über das Thema gesprochen, was ist uns eigentlich wichtig und was wollen wir vielleicht auch für einen Vers aus der Bibel haben, wenn wir getraut werden und und. Das sind zwei Dinge aufgeploppt, die mir ganz wichtig sind. Man kennt einen Spruch aus der Weihnachtsgeschichte. Ich kenne auch Charles Dickens, aber Ja, und zwar gibt es diesen Satz, den die Engel gesagt haben, ja. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dieser Satz hat mich in den letzten Monaten echt beschäftigt, weil ich ge mich gefragt habe, Okay, ist das ja. meine Aufgabe? Lass noch mal wirken. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, ja. Das ist schon, also das ist ein mächtiges Wort. Und wenn man mal reingeht und sagt, okay, was könnte das bedeuten und was kann das für mich bedeuten? Ich habe für mich, und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Punkt, ich hatte letztes Jahr mit meiner Frau, haben wir im Oktober einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und was das Verrückte war, ist, dieser Unfall hat bei mir zum Thema Identität und was ist eigentlich meine Aufgabe hier, nochmal ganz, ganz viel in Bewegung gebracht. Ich habe ganz viel mich mit dem Thema nochmal beschäftigt. Warum mache ich eigentlich das, was ich tue? Was tue ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich in Zukunft noch bewirken und erreichen? Und ich bin selber wieder in einen Identitätsprozess gekommen, den ich bei meinen Kunden erlebe, wo ich selber auch mit einem Sparringspartner zusammen mich diesen Themen wieder genähert habe und wo ich auch merke, ich bin selbst nach wie vor auch seit Oktober immer noch in diesem Prozess. Es wird für mich mehr und mehr klarer, aber ich merke, auch dieser Prozess ist für mich jetzt auch wieder wichtig, auch das zu betiteln und zu sagen, was ist mit dem, was ich tue, mein Wirkungsgrad und warum tue ich das? Und ich glaube, das ist das auch, wo ich vorhin gesagt habe, der Mensch ist beweglich. Ja, ich habe da drei Fragen dazu einmal gehört. Also von Brandon Bouchard war das, der hat auch einen relativ schlimmen Autounfall gehabt. Der erzählt ja immer, did I live, did I love, did I matter? Das sind so diese drei Fragen, die ihm in dieser Situation, wo er nahezu gestorben ist, kommen sind. Habe ich denn überhaupt gelebt? Habe ich geliebt? Habe ich denn überhaupt einen Unterschied gemacht im Leben anderer? Ich meine, ich habe auch schon so Situationen gehabt und das sind auch so mehr oder weniger die Fragen. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich da jetzt auch mich online nach außen bewege, weil ich sage, okay, ich darf so viel Tolles und Neues lernen, mit so vielen tollen Menschen sprechen und das will ich nicht für mich behalten. Das ist viel zu wertvoll. Und deswegen schauen Sie uns jetzt zu, weil diese Frage ich mir auch gestellt habe. Und das ist auch jetzt immer mal wieder zu deinem Buch, den Schritt zurück zu machen. Da seid ihr unter anderem sogar an einem Friedhof gewesen und da merkt man halt schon, das ist ein anderes Ambiente, wenn da über Branding gesprochen wird, als wenn das jetzt in irgendeinem Fernsehstudio aufgezeichnet würde. Ja. Ja, und das war mir ganz Hat eine andere wichtig. Art von Tiefe. Ja, und diese Frage ist, was ist das, was bleibt? Ja, eben, das habe ich ja, did I matter? Ja, und diese Frage, die muss sich jeder stellen, der unterwegs ist. Was ist das, was bleibt? Eben, und nicht nur leere Bierflaschen, bitte. Genau. Und was ist das, was ich hinterlassen möchte? Und wenn, ich sage, meine Lieblingsfrage ist immer, wenn in 50 bis 100 Jahren Menschen, Kunden, Klienten über mich reden, was sollen die sagen? Werden Sie über mich reden, ist die erste Frage. Oder war ich nur einer von... Aber wenn Sie über mich reden, was werden Sie sagen? Und das sind spannende Fragestellungen, die, da merkst du, die haben erstmal nichts damit zu tun, welche Farbe hat meine Internetseite. Also vielleicht bei Tom Peters, aber das ist ja. Also für die, die ihn nicht kennen, das ist einer, der gern mit Farben spielt, ja. Ja, okay. Ja. Aber
Ich glaube, und das ist ein Stück weit meine Philosophie und die Vorgehensweise, wenn ich mit Menschen arbeite, die dann sagen, ich will zur Marke werden, ich will erfolgreich werden. Und dann beschäftigen wir uns im Vorfeld erstmal mit diesen Themen, weil wir sagen, wir brauchen eine Blaupause, eine Identitätsblaupause, um, ich sag mal, von dir selbst. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, weil Blaupause, viele sagen, oh, ich habe die Blueprint und die stülpe ich dir über. Meine Methode, Hans das, Dampf in allen Gassen, diese Methode nehme ich her und mit der bin ich erfolgreich und das kannst du auch. Komm zu mir in meine Ausbildung und du wirst zum Top-Speaker, Top-Redner, zum Top-Trainer, zum Spitzen-Superstar da oben. Ja? Und das ist aber seine Methode und das mag ihn wunderherrlich oder sie. Frauen können genauso gut ausbilden. Sie hat sie ganz nach oben gebracht, diese Methode, aber sie war halt für sie richtig. Das ist der Punkt. Also und das ist ein Blueprint, was ich als negativ sehen würde. Ja. Du sagst aber, wir nehmen das Blueprint, das wir erarbeiten mit dem einzelnen Menschen. Genau. Und das ist der Unterschied. Genau. Und das heißt, jeder Blueprint ist individuell. Blaupause, machen wir Deutsch. Genau, also jede Vorlage, jede Blaupause, jede Konflikt ist individuell. Ja. Es gibt kein Duplikat davon und ich kann diese nicht über einen anderen stülpen, weil das ist seine eigene, das ist eine andere Story. Also und ich glaube, das ist das Entscheidende eigentlich. 100%, ja. Es ist ein individueller Prozess, der dann auch Auswirkungen hat auf eine individuelle Darstellung. Und kein dann, Quatsch mit Soße. Dann wird es authentisch. Mhm. Genau. Um deine Ravioli-Geschichte wieder zu aufzustülpen, ja. Das war die eine Richtung. Du hast gesagt, du hast zwei Zitate für deine zweite Hochzeit gehabt. Das erste war das der Engel. Und was war das zweite? Das zweite, und das ist unser Spruch, den wir uns ausgesucht haben für die Hochzeit, das ist der Spruch, alles hat seine Zeit. Und das Interessante ist, es gibt, dieser Spruch kommt aus den Predigern und da gibt es ganz viele Vergleiche. Was wir Trainer-Coaches ja auch ganz gerne sind manchmal. Ja, so. Und da gibt es ganz viele Vergleiche, dass sie sagen, Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit und Ruhen hat seine Zeit und Unruhe hat seine Zeit und Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Also da kann man merken oder da sieht man diese Vergleiche, diese Pole, die gebracht werden und auch das ist für das Thema Marketing und Personal Branding ganz entscheidend. Es kann sein, dass man vielleicht an einem Punkt ist, wo man merkt, es ist noch gar nicht die Zeit dafür da, das so zu tun. Wie kriege ich das raus? Dass es eben nicht die Angst ist, die einen davon abhält, weil das kann ja genauso sein. Ja, oder dass es vielleicht auch noch gar nicht der richtige Moment ist, weil mir vielleicht noch ein Schluck an Lebenserfahrung fehlt. Also auch dieses Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt da, um, ich rede jetzt mal von einem Beginner, mich auch im Markt zu zeigen. Ja, wir haben ja jetzt auch viele daheim, die noch relativ am Anfang stehen. Also wir haben ja viele junge Trainer, Coaches, Berater, Solopreneure, die einfach jetzt da sind und jetzt selbstständig sind und dann einfach gekannt werden wollen, gebucht werden wollen. Und da kommen sie dann und finden so eine tolle Geschichte wie den Herrn Schulz und den Herrn Geffroy und die sagen, ich bin jung, ich bin jung und ich will jetzt aber trotzdem. Was sagst du denen? Also wenn ich das Gefühl habe bei einem Kunden, dass jung heißt jetzt nicht unbedingt, dass der 20 ist. Nee, das kann auch ein 50-Jähriger sein, der jung in dem Beruf ist. Nein, ich glaube, was hier, glaube ich, ganz entscheidend ist, und das ist eine Form von, wie ich arbeite, ist für mich ganz wichtig, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht verantworten kann, weil ich eine Verantwortung auch habe für den Markt, wo ich auch neue Unternehmer mit reinbringe, dann lehne ich auch Jobs ab. Dann tue ich sie nicht. Naja, aber wenn der dein Buch kauft oder deine Box bestellt, dann kannst du da nichts tun. Das stimmt, aber das liegt ja nicht in meiner Verantwortung. Oh, indirekt schon, du bringst ja nach außen. Ja, aber nochmal, der Verantwortungsaffe in dem Moment sitzt auf seiner Schulter, nicht auf meiner. Okay. Also der Verantwortungsaffe, was ist das für eine geile Metapher? Das habe ich in meiner Coaching-Ausbildung vor vielen, vielen Jahren hat unser Ausbilder immer gesagt, wir reden in einem Prozess von Verantwortungsaffen. Und wann krabbeln diese vom Klienten rüber über den Arm auf meine Schulter? Ah. So. Und worum es geht ist, ja, ich sehe mich an der Stelle, glaube ich, auch als Prediger.
dass ich sage, ich möchte für eine Thematik sensibilisieren und für das Thema Identität und für das Thema, ich kann das Thema ins operative Geschäft bringen zum Erfolg. Ja, das kannst du, ja. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, das muss passen. Und wenn ich das, den Eindruck habe, das passt nicht zu meiner Wertvorstellung und ich habe vielleicht einen Kunden vor mir sitzen, der sagt, ich mache das wegen Motivationen heraus, die ich nicht bejahen kann, dann gehe ich auch her und sage, sorry, aber für dich möchte ich nicht arbeiten. Kommen die dann überhaupt zu dir? Ist die Resonanz dann da, trotzdem zu dir zu kommen? Mir scheint, das ist häufiger Art von Resonanz, weil die kriegen ja auch mit, wie du agierst, was du nach außen gibst und so. Und wenn das so konträr zu dem steht, wie du und wofür du stehst, kommen die dann? Es ist selten. Denke mal, ja. Es kommt vor. Also das sind ja die ganz apathischen, die dann gar nicht gefühlt sind. Letztes Jahr habe ich so zwei Fälle gehabt, wo ich während der Beratung hinterher ganz klar gesagt habe, sorry, ich möchte für Sie nicht weiterarbeiten, weil. Okay. Und oder wo ich auch jemanden nach Hause geschickt habe, wo ich nach den ersten zwei Stunden gemerkt habe, das wird hier nichts und das funktioniert nicht. Also das kann ich nicht, also da könnte ich mich im Spiegel nicht mehr angucken morgens. Ja, da hättest du wahrscheinlich einen Steve Jobs auch heimgeschickt. Ja, ja, wenn man sich einmal, die haben ja jetzt einige seiner Filme, es gibt ja mittlerweile drei zu ihm, zwei nach Drehbuch und eine Doku, also The Man in the Machine ist ja ganz besonders gut, ja? Also der war nicht besonders gut zum Haben, das war ein ziemliches Arschloch, Entschuldigung. Aber, also, und die Werte, die der vertreten hat und so, also, aber ein wahnsinnig genialer Typ, ich bewundere ihn für alles, was er gemacht hat, aber nicht für das, wie er zu den Menschen war. Genau. Ziemlich Asperger auch, ja. Mhm. Aber, also den hättest du heimgeschickt wahrscheinlich, nachdem was du jetzt sagst. Kann sein. Ja. Da hat sich so auch geselfbrandet. Ja. Hat es ohne die Werde Welt geschafft, er ist zur Welt geworden, hat sich eine eigene geschaffen, ja. Er hat eine Welt gemacht und er ist einer der, ja, ich würde mal sagen, der innovativsten Köpfe, die wir weltweit hatten. Also das ist, der ist für mich in einer Linie mit Leonardo da Vinci und wie heißt der eine, der hat jetzt gerade Geburtstag, heute, Nikola Tesla. Mhm, okay. Wahnsinn Genie, hat heute Geburtstag. Das sind einfach so Leute, oder Edison, aber der war gut im Zukaufen von Patenten, aber war auch gut in seiner Art, ja.